Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Die heutige Folge wird uns mal wieder möglich durch den lieben Michael, der uns eine kleine Sendung hat zukommen lassen. Mal wieder ein kleiner gekaufter Stapel und ein kleiner Spendenstapel. Richtig cool, danke schon mal für die Spenden. Ich habe sie mir schon mal angeguckt, ich konnte diesmal nicht warten, weil die letztes Mal schon so heftig waren. Und auch dieses Mal wurden meine Erwartungen übertroffen, sagen wir es mal so. Bei dieser Sendung waren 5 Preiskarten dabei, 4 verschiedene, eine war doppelt dabei, also diese YCS-Promos quasi. Da wird es wie folgt sein, da werden wir wie immer 5 Preiskartenfolgen machen, beziehungsweise 4, weil es ja bloß 4 verschiedene sind. Und die werden jetzt dann die nächsten Tage kommen, das heißt, die sehen wir jetzt hier noch nicht. Wir gucken uns jetzt mal die Karten an, die abgesehen von diesen 5 Preiskarten angekommen sind und legen los mit dem Kaibermannen Secret aus dem Retro-Pack. Also ich habe ja viele Kaibermänner in Common und Super Rare, aber in Secret ist das doch tatsächlich mein erster. Ich persönlich dachte ja sogar, dass das eine Spiele-Promo ist. Ich dachte gar nicht, dass die aus dem Retro-Pack kommt. Richtig cool. Ich muss mal nach dem Wert schauen. Ich meine, der Preis steht diesmal schon fest, weil das wirklich Karten sind, die ihm auch sehr im Herz gelegen haben. Deswegen wollte er hier wirklich nach Market. Hat schon selber vorgeguckt, was das alles wert ist. Und das war auch wieder ein ordentlicher Batzen, schon allein wegen den Preiskarten. Ich weiß jetzt aber noch nicht genau, was Kaibermann wert ist. Ich werde es mal nachschauen nach dem Video. Falls es einer von euch weiß, könnt ihr es ja für die anderen Abonnenten in die Comments schreiben. Ich werde das dann oben anpinnen. Richtig, richtig cool. Kaibermann in Secret sieht einfach Bombe aus. Aber das war noch nicht alles. Weiter geht's mit der Cyber Harp. Hier auch eine richtig wertvolle Karte. Ich glaube, die ging irgendwie 50 oder 80 Euro. Irgendwie sowas in der Richtung. Das ist jetzt unsere dritte Cyber Harp. Hier übrigens auf Deutsch. Ne? Auch der Kaibermann war auf Deutsch. Richtig, richtig cool. Richtig nice. Absolut Mint, wie immer vom lieben Erik. Und ja, Cyber Harp hier, ich glaube, das ist die wertvollste Harpchenkarte überhaupt, auch die beliebteste Harpchenkarte überhaupt. Und ich könnte schwören, dass die Beine hier zensiert wurden bei den europäischen Varianten. Mal gucken. Spätestens, wenn ich mal eine japanische sehe, weiß ich's. Auch aus dem Retro Pack 1. Weiter geht's mit diesem netten Herrn hier, der Red Eyes Black Metal Dragon aus FMR. In diesem Artwork haben wir ihn noch keinmal gehabt. Also das ist tatsächlich mein erster in dem Artwork hier. Das ist ja das alternative und wohl auch beliebteste Artwork. Und ich muss sagen, das ist auch sehr, sehr einzigartig. Und gefällt mir auch persönlich besser als das andere. Wobei mir das andere auch sehr gut gefällt. Aus FMR, auch da muss ich mal nach dem Wert schauen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, der ging auch über 10 Euro auf jeden Fall. Richtig, richtig cool die Karte. Freut mich, dass wir die hier haben. Sehr schön. Sehr schön natürlich auch Mint. Echt heftig. Ohne Witz, echt heftig. Richtig, richtig fett. Weiter geht's mit dem Harpchen-Spieldrachen aus demselben Set FMR in Prismatic Secret, also auch nicht aus dem Retro-Pack. Ich dachte zuerst, der kam aus dem Retro-Pack, weil der ist ja auch einiges wert. Aus FMR ist er, glaube ich, weniger wert als aus dem Retro-Pack, aber dennoch relativ viel, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe das mal von der Ewigkeit nachgesehen. Richtig schön in Prismatic, einfach geil. Wusste ich auch nicht, dass die dann in Prismatic sind. Deswegen habe ich gesagt am Anfang, ich will eigentlich dann nur die aus dem Retro-Pack haben von den Harpchen-Spieldrachen, aber wenn ich jetzt weiß, dass es den auch in Prismatic gibt, werde ich mir natürlich noch einige davon ranholen. Sehr, sehr schön, das sieht einfach übertriebenst geil aus, ohne Witz. Einfach nur zu fett. Also ich bin so begeistert von der Sendung, ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen, habe den Brief ausgemacht und habe gedacht, boom, jetzt machst du das Video, dass du dich schön vorräumen kannst und habe mich direkt hingesetzt. Ich muss jetzt dann wahrscheinlich erstmal duschen gehen. Ja, das wirklich ist jetzt ziemlich überhastet gekommen, das Video. Zumal ich ja heute Abend noch was vorhab. Wenn es funktioniert, mal sehen. Und ja. Weiter geht's mit dem Urteilsdrachen in Ultimate Rare aus dem Turbo Pack 1. Auch das ist eine sehr beliebte und wertvolle Karte. Eine wertvolle Ultimate. War noch zu der Zeit, als der Rand hier noch nicht in Ultimate gedruckt war. Der war noch normal gehalten. Sah auch gut aus, wobei ich persönlich mittlerweile finde, dass die neue Art des Ultimates wesentlich besser aussieht als die alte. Als ich natürlich das erste Mal die neue Ultimate-Version gesehen habe, war ich nicht so begeistert. Da fand ich die alte besser, aber es ist, man findet halt immer das schön, was man gewohnt ist, habe ich das Gefühl. Deswegen hängen die Oldschool-Fans auch immer so in Oldschool-Sachen. Geht mir ja nicht anders. Richtig, richtig schön aus dem Turbo Pack 1. Top Mint. Unglaublich geil. Hat lange gebraucht, bis ich jetzt einen gefunden habe, der mir den abgeben wollte, weil die anderen, die waren entweder mit den Geschäftsbedingungen in Anführungszeichen von mir nicht einverstanden oder sie wollten ihn schlicht und ergreifend nicht abgeben. Dann Tragödien Ultimate Rare. Hier sehen wir es jetzt mit dem Ultimate Rand. Ich wusste gar nicht, dass es Tragödien Ultimate gibt. Ohne Witz, auch aus Turbo Pack 4 in diesem Fall. Ich wusste es nicht. Ich dachte, die gibt es nur in Ultra aus der Jump. Das ist die höchstmögliche Rarität.
Aber in Alti ist die natürlich übertrieben fett und freue mich auch, dass wir die hier haben. Einfach nice, ich habe sie jetzt ziemlich oft in Common, Black und Ultra Rare, aber in Alti ist das auch tatsächlich das erste Exemplar. Man lernt also nie aus und auch ich habe wohl noch einige Karten nicht, wie man so schön sagt, ne? Das ist immer interessant, wenn man im Discord-Channel ist oder wenn man in diesen WhatsApp Yu-Gi-Oh! Gruppen ist und man sagt, man hat irgendwas nicht, dann fallen die immer gleich aus allen Wolken, nur weil ich so viel habe. Da meinen die immer gleich immer, ich habe alles und wenn ich dann mal was nicht habe, dann entweder freuen sie sich wie ein Schnittchen, weil sie die Karte haben, die ich nicht habe, oder sie fallen aus allen Wolken. Richtig cool. Naja, wie gesagt, Tragödia hier, Ultimate, unser erstes Exemplar. Weiter geht's mit dem atlantischen Dragona. Den finde ich jetzt vom Artwork her eher so mittelprächtig. Ist das Mastral Pack 2 in Ultimate Rare auch unser erstes Exemplar, soweit ich weiß. Wobei, nee, ich glaube, das ist sogar schon unser zweites oder drittes. Also, da bin ich mir jetzt nicht sicher, da muss ich mal nachgucken. Man verliert halt doch teilweise echt den Überblick über die Sammlung, wenn die immer größer wird. Ja, auf jeden Fall richtig cool aus Mastral Pack 2. Weiter geht's mit, yo, Nebelkönig kennen wir alle. Das ist, glaube ich, mein achtes Exemplar. So, Nebelkönig habe ich unendlich oft in Ultimate Rare. Da geht ja fast gar nichts mehr aus dem OP2. Wahnsinnig unbeliebt, die Karte. Warum auch immer. Ich finde sie eigentlich richtig cool, auch in Alti. Sehr, sehr schöne Karte. Und im Gegensatz zu manch anderen Secrets aus normalen Booster Sets, die 40 Euro gehen, ist die hier scheiße selten. Also, warum geht die so wenig? Natürlich wegen der Spielbarkeit. Ja. Ein Thema, bei dem mir jedes Mal die Hutschnur platzt. Oder reißt, oder wie auch immer. Naja. Weiter geht's mit Zoa, richtig. Bei der Sendung war auch ein komplettes TFK Promopack dabei, das habe ich natürlich aufgemacht. Die Preiskarten waren auch alle OVP, habe ich aufgemacht. Ja, es gibt keine OVP-Sachen bei mir. Zoa hier aus TFK in Prismatic Secret habe ich auch schon ein paar von denen. Richtig cool. Sehen richtig nice aus. Die gibt's ja auch aus, oh Gott. Ne, war das jetzt die oder war das die andere aus WP11? Da habe ich sie, glaube ich, sogar gezogen in dem Video damals, wo ich die Packs aufgemacht habe. Wenn ich mich nicht täusche. Dann war ein Metallsauer aus, beziehungsweise zwei Metallsauer. Einer war so mit dabei und einer eben in dem Pack. Richtig cool. Ich glaube, die gehen auch ein bisschen was. So 7 oder 8 Euro gehen diese ganzen Karten. Ich glaube, nur die Goblin Fane, die habe ich jetzt auch. Kommt jetzt gleich als nächstes hier, als letztes. Die ist, glaube ich, jetzt nicht so viel wert, aber diese Zoa und die Metall-Zoas, die gehen doch schon einiges. So, jetzt wollen wir uns ganz am Ende noch, poppala, bleibt da, ganz am Ende noch die Bonuskarten ansehen. Und da fangen wir an mit richtig geil, hier Maximum 6 oder Maximum 6, richtig coolen Ultimate Rare aus LODT. Dann die gefährliche Maschine Typ 6 in Ultimate aus LODT, auch richtig, richtig fett. Dann der Light in Darkness Dragon, den hatten wir das letzte Mal auch schon. Einmal in Super und einmal in Secret Rare sogar. Richtig geil, ohne Witz. Dann haben wir den Super, das super antike Dino-Ungeheuer. Und es ist halt wirklich so, die Karten, die der Michael hat, sind mint wie aus dem Ei gepellt. Ohne Witz, kein Kratzer, kein Knick, kein gar nichts. Das ist richtig übel bei dem. Das sind so Sammler, die nehme ich richtig gerne ernst, ohne Witz. Das sind, für mich sind das richtige Sammler. Richtig cool. Sogar so eine Karte, ich meine, die ist ja im Prinzip nichts wert, aber selbst die absolut top Mint, schön drauf geachtet, so muss das sein. Dann Ryoku, lichtverpflichteter Jäger aus LODT. Ein Super Rare, auch mega fett. Dann kommen ja genau ein paar Karten aus dem japanischen Premium Pack, nämlich Marshmallow in Ultra und die dazugehörige Marshmallow Brille. Richtig schön. Oh Gott. Rückkehr-Zombie heißt der, glaube ich. In Ultra Rare. Richtig schön. Die gibt es ja bei uns nur in Secret. Dann haben wir hier die, oh Gott, Zwillingsunholde heißen die, glaube ich. Die sind sogar hier unzensiert. Bei uns wurden die zensiert. Da fehlen nämlich hier hinten die Flügel und die Hörner. Deswegen finde ich die japanischen schon allein vom Artwork besser, weil die einfach ein bisschen böser aussehen. Richtig schön. Richtig coole Karte. Dann haben wir einen Schildstoß in Ultra. Und zu guter Letzt Vermächtnis des Yata Garasu in Ultra Rare. Ja, wie fandet ihr die Folge? Wart ihr zufrieden mit der Sendung? Beziehungsweise wart ihr genauso zufrieden mit der Sendung wie ich? Wenn ja, lasst es in den Kommentaren. Lasst es mit Likes mich wissen. Oder lasst es mich mit Likes wissen. Oh Gott, klang das gerade klickgeil. Wie auch immer, wir sehen uns dann zu den nächsten Videos, wo es dann eben um die 4 Preiskarten geht. Beziehungsweise 5, eine habe ich ja doppelt bekommen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut und haltet die Ohren steif.